Hallo ihr lieben Büchermenschen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute an meiner Seite befindet sich die liebe Anne vom Kanal Literaturlärm. Ihren Kanal verlinke ich sehr gerne unten in der Infobox und auch nochmal hinter dem i. Ja, wir wollen heute gerne über das Werk Die Säulen der Erde von Ken Follett aus dem, was ist das, Bastei-Lübbe Verlag sprechen. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere von euch ja schon den Inhalt ein Stück weit kennt, weil es doch sehr bekannt ist und auch dazu bereits eine Verfilmung gibt. Aber nichtsdestotrotz fassen wir jetzt gerne für euch nochmal schnell den Inhalt zusammen. Und zwar geht es im Großen und Ganzen um den Bau der Kathedrale von Kingsbridge. Kingsbridge, ja. Und ja, wir folgen ein Stück weit dem Kathedralenbauer oder Steinmetz Tom Bilder und ja, vielen anderen Charakteren noch, die ja in dieser Welt existieren und müssen die ein oder andere Intrige durchleben und Szenen durchwandern, die sinnvoll oder nicht sinnvoll sind. Ja, das ist mal meine Zusammenfassung. Möchtest du dazu noch was ergänzen? Das war prinzipiell schon mal alles so richtig. Ich glaube, ich hatte wie jeder andere so ein bisschen was vorher von gehört, aber ich wusste gar nicht so richtig, worum es dann geht, außer Bau der Kathedrale. Aber wer jetzt Protagonist ist und so, wusste ich vorher nicht. Und ich kann vielleicht noch mal ganz kurz am Anfang dazu sagen, denn ich habe das Buch nämlich nicht zu Ende gelesen. Ich habe das auf Seite 68 abgebrochen. Will ich nur noch mal erwähnen, weil ich normalerweise keine Rezension dazu drehen würde, wenn ich ein Buch abbreche. Aber das war ja erstens relativ lange und du hast es ja zu Ende gelesen. Genau, ich habe es zu Ende gelesen. Hast du eine versierte Meinung und ich habe dann irgendwann, ja wie gesagt, so das letzte Viertel habe ich mir dann bei Wikipedia nachgelesen und ich war eigentlich auch ganz froh, dass ich es abgebrochen habe. Aber da obwohl kommen wir dann noch mal drauf. Wir noch dazu sagen müssen, dass unsere Meinung ja sehr, sehr ähnlich ist, auch wenn ich weitergelesen habe, weil mich packt es dann meistens doch noch der Ehrgeiz und sage mir, wenn ich es bis zur Seite 800 geschafft habe, dann schaue ich noch die 300 Seiten. Und so war es dann auch. Ja, genau. Ich glaube, mir war es ja auch so, dass ich beziehungsweise das Gefühl hatte, dass es da sehr, sehr häufig um diesen Kathedralenbau geht. Dem ist ja ein Stück weit überhaupt nicht so. Der Kathedralenbau war für mich immer so ein bisschen im Hintergrund. Er passiert, das ist zwar viel im Gespräch, aber man bekommt selbst überhaupt nicht viel davon mit. Ja, genau. Und als ich in dieses Buch reingegangen bin, hatte ich ja eben die Erwartungshaltung, dass ich davon sehr, sehr viel lese und mir mit, was weiß ich, Steinmetz Schlagwörter umgeworfen wird. Und ich denke, jetzt werde ich wahrscheinlich viel googeln müssen, aber dem war ja leider nicht so. Und das ist, glaube ich, auch so ein Kritikpunkt, den ich für mich habe, aber den hast du, glaube ich, auch. Genau. Ne? Ich fand die Stellen sogar relativ interessant, wenn es dann zum Kathedralenbau kam, weil ich das halt auch unglaublich beeindruckend finde, wie das damals gemacht wurde. Sehr so frühes Mittelalter, 1100 noch was oder so. Und die Stellen fand ich total toll. Habe ich auch ein bisschen gegoogelt und wie das da so vonstatten ging und dergleichen. Und sowieso fand ich, also der einzige rein positive Aspekt, wo ich gar nichts dran zu meckern habe, ist, dass das damalige Leben für mich sehr plastisch beschrieben wurde. Also jetzt nicht nur beim Bau, sondern auch in den Städten. Die konnte ich mir gut vorstellen, wie groß die sind, was die Leute für einen Alltag haben. Wie es roch auch, hat er ja auch mal so ein bisschen mit beschrieben. Das war super und das war auch für den Kathedralenbau, also was das für ein Akt war, diese Steine da hin und her zu legen. Und da hört es dann aber so bei rein positiven Dingen für mich auch schon auf. Es war für mich so das Positive, diese bildhafte Sprache bei ihm. Also ich konnte mir auch die Person, die er beschrieben hat, meistens relativ gut vorstellen. Ja. Ich hatte da ein Bild vor Augen. Ja. Und das war das, was mir auch so gut gefallen hat. Also was heißt, das war der Punkt, der mir gut gefallen hat, wo ich das Gefühl hatte, ja, ich komme da in die Welt. Also blöd gesagt, ich mache einen Fernseher an, ne? Und guck das, was ich sehe, halt bloß in meinem Kopf so. Und das fand ich schon super. Aber das ist halt auch mit so. Ja. Also das Worldbuilding, auch wenn das ja eine Welt ist, die es wirklich gab, aber das ist ja für uns, muss man das ja trotzdem so ein bisschen lebendig machen. Das war gut, fand ich. Genau. Auch. Ja. Tja, das war's aber. Dann kommen wir mal zu den Kritikpunkten, die wir haben. Ja, ich glaube, den größten Kritikpunkt, den ich habe, ist einfach die, dass man muss vorneweg sagen, bevor ich den Kritikpunkt sage, dass es gehört zum Mittelalter dazu. Und die ganze Art und Weise, wie Frauen behandelt werden, gehören auch zum irgendwo ein Stück weit zum Mittelalter dazu. Aber ich denke, dass man das in der heutigen Zeit nicht so extrem ausarbeiten muss. Man kann es ansprechen, man kann es vielleicht auch ein Stück weit verarbeiten am Anfang, aber irgendwann ist halt auch mal gut. Also man muss es nicht extrem immer wieder hervorheben und immer wieder herausarbeiten. Aber man muss auch dann im Gegenzug auch nicht die schöne heile Welt präsentieren. Einfach so eine gesunde Mischung, sodass ich das Gefühl habe, ja, ich weiß, dass Frauen da jetzt nicht
das locker leichte Leben führen können, aber auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, die um jede Ecke könnte irgendwas passieren. Genau. Ich hatte das Problem eigentlich nicht nur bei Frauen, sondern ich fand, es gibt allgemein keine gute Mischung bei den Charakteren. Ja. Die sind so einseitig und eindeutig. Es gibt eigentlich nur Böse und dann sind die auch wirklich, die sind intrigant und machthungrig und korrupt. Genau. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Guten, denen gelingt vielleicht nicht immer alles, aber wenn die was machen, dann soll das Positives in der Welt bewirken. Und deswegen weiß man aber halt auch sofort, oh, der eine tritt auf, der wird jetzt was Furchtbares tun, weil er halt wirklich furchtbar ist, der hat keine guten Seiten. Genau, also, genau. Genau. Und das zeigt sich natürlich auch im Verhältnis mit Frauen immer wieder, aber das war für mich die Charakterisierung allgemein. Und sie lernen halt auch nicht, ne? Also sie erleiden halt ein Stück weit eine Niederlage oder irgendwas anderes passiert halt und sie lernen halt einfach nicht daraus. Die bleiben in ihrem Charakter einfach so, wie sie zu Anfang gezeichnet wurden und das ändert sich nicht. Und genauso ist das aber auch mit, ich sag mal, guten Charakteren. Denen passiert irgendwas ganz Schreckliches, aber sie bleiben halt in ihren Gedanken gut und es wird schon und, ne? Und auch, auch ein bisschen naiv. Also zum Beispiel, ich weiß gerade nicht mehr wo, an welcher Stelle, aber das endet mal damit, dass der Prior Philipp, also das ist so der gute Mensch überhaupt, der sagt am Ende eines Kapitels, oh, ob der Graf, dem wir jetzt so ein bisschen auf die Füße getreten sind, wohl noch mal was Schlimmes macht? Na, hoffentlich nicht. Und also Überraschung, Überraschung, was dann wohl passiert. Ja. Also da ist halt kein Zweifel, auch beim Lesen, finde ich. Und dadurch wird es tatsächlich auch ein bisschen langweilig, weil vielleicht kann man nicht im Detail sagen, okay, im nächsten Kapitel passiert zu 100% das und das. Aber man weiß ganz genau, wie sich alle Leute verhalten und dementsprechend auch eben, was in einer Szene wohl passieren wird. Genau. Und das, zieht halt leider nicht so wirklich mit. Also warum ich das auch sonst nochmal so mit den Frauen explizit gesagt hatte, es gab in dem Werk, also eigentlich schon recht spät, irgendwann eine Sexszene, das beschreibt er halt so, dass sie außer Rand und Band gerät. Das ist mir so im Kopf geblieben, weil ich dachte so, kann man da nicht eine andere Formulierung für finden, weil das war so klischeehaft und so. Wir ziehen eine Schublade auf, nehmen uns das typischste, die typischste Formulierung raus und deswegen ist das auch so mit diesen Frauen so wirklich so in meinem Hinterkopf geblieben. Das andere stimme ich dir auch vollkommen zu, dass das Negative und Positive auch immer so bleibt bei den Personen, aber das ist mir so im Kopf geblieben. Und weil du das auch mit der Formulierung gerade mal sagst, das haben wir ja schon mal drüber geredet, also wir hatten ja eine Leserunde eigentlich, bis ich ausgestiegen bin. Es mag an der Übersetzung liegen oder vielleicht hat sich der Übersetzer ja auch daran, wie er es im Original schreibt, weil was mir so im Gedächtnis geblieben ist, ist so ein Ausdruck wie, ihm blieb die Spucke weg, wenn jemand überrascht ist. Ich finde das so. Aber das war in dieser Ausgabe war das nicht. Ich habe darauf gewartet, als du das gesagt hast. Und ich dachte, nee, bei mir war das nicht. Ist ja verrückt. Na gut, aber bei mir war es halt, sie gering außer Rand und Band. Also so ganz klischeehafte Formulierungen. Da habe ich mich auch sehr drüber aufgeregt. Also da musste ich auch so, habe ich auch überlegt, na, lese ich es jetzt noch weiter und denke mir so, naja, da wird wohl nichts mehr kommen, so eine Formulierung, aber. Es ist halt wirklich so, als würden, also sowohl von der Sprache als auch von der Charakterisierung her, als seien das alles so, ich weiß auch nicht, so Stereotypen, ne? Also kein Mensch mit Ecken und Kanten die waren oder sehr rund, sondern so, das ist der Böse, das ist der gute christliche Mensch. Genau, auf dem Reißbrett geplant, so mit Post-its geplant, welche Eigenschaften sie haben und sie können sich nicht mehr ändern. Zeigt sich auch in der Sprache, Ja. Was war denn eigentlich dein ausschlaggebender Punkt, dann wirklich abzubrechen? Ja, da sind wir auch wieder so ein bisschen bei den Sexszenen und bei den Frauen. Also es kamen ja vorher schon mehrere so Vergewaltigungen oder halt zumindest der Böse, der wird ja auch, der kriegt nur eine Erektion, wenn er entweder eine Frau schlägt oder wenn sie zumindest Angst hat oder ihn so ein bisschen furchterregt anschaut. Und aufgehört habe ich aber bei einer Sexszene dann, ist eigentlich keine Vergewaltigung, sondern die zwei heiraten. Weißt du, wo wir sind? Also, ja. Und die ist auch furchtbar. Also das ist ja nicht mal eine Vergewaltigung. Nee. Und da dachte ich mir so, boah. Und wie gesagt, mir ist vollkommen klar, ja, mag vielleicht so gewesen sein. Die Zeiten waren anders. Aber denke ich mir so, da muss ich nicht von lesen. Und der lässt sie dann, der lässt sie auf dem Boden liegen und sie weint sich da in den Schlaf. Und ich meine, man kann es halt andeuten, ne? Aber selbst dann muss man das nicht so. Also es ist auch wirklich, also Sexszenen kommen mir schon einige vor und da habe ich mir gesagt, oh ja. Ja, das verstehe ich. Es war auch nur, also wie gesagt, das war jetzt nicht so. Gründe gab es halt viele und das war so der Auslöser, wo ich mir dann dachte, mir reicht's. Ich habe da tatsächlich einfach drüber hinweggelesen, weil ich habe irgendwie das schon geahnt, dass das kommt. Ja. Und dachte mir so, ich habe mich da irgendwie, glaube ich, vorbereitet und ich glaube, ich habe das auch irgendwo nur in der Bahn gelesen und deswegen konnte ich da auch einfach schnell drüber huscheln, sage ich mal. Und deswegen war das gar nicht so schlimm. Was ich mich am Ende noch gefragt habe, ist, weil
vor dem Lesen habe ich doch schon vieles Gutes gehört. Mhm. Und ich habe mich dann am Ende gefragt, woher kam denn das, dieses nur Positive, was ich gehört habe. Ich habe relativ wenig Kritik gehört. Vielleicht habe ich auch nicht mich so weit damit beschäftigt, aber das ist das, was ich erstmal so gehört habe. So. Und da habe ich mich gefragt, woher kommt das? Und ich glaube, das kommt, ohne jetzt zu viel hinwegzunehmen, aber es ist halt schon ein Ende, was man irgendwie vorhersehen kann. Zwar noch nicht gleich auf den ersten 100 Seiten, aber in der Mitte des Buches denkt man sich dann, das endet schon irgendwie. Meinst du, dass das dann dass daran liegt, dass das Buch so gut wegkommt? Oh, das ist eine sehr gute Frage, weil das habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt. Ich habe auch eigentlich nichts Negatives groß gehört. Mhm. Oder, muss ich drüber nachdenken, warte. Vielleicht, ich sag mal noch was anderes, weil ich habe mich beim Lesen manchmal, auch kannst du drüber nachdenken, beim Lesen gefragt, ob sich Ken Follett nicht beim Schreiben selber langweilt. Oh ja, absolut. Also das ist eine sehr gute Frage. Weil ich habe, also ich jetzt nicht so, dass ich mich gelangweilt hätte, aber ich dachte mir so, na, beim Schreiben ist das ja nochmal was ganz anderes. Ich meine, da schreibst du das ja, aber dann immer wieder, das ist ja im Endeffekt irgendwie immer wieder dasselbe. Es ist immer dasselbe, ständig. Und ich fragte mich auch, also ich weiß nicht, ob das bei anderen Leuten funktioniert, dass sie dann so in der Geschichte gefangen sind, aber wenn halt auf Seite 300, 400 es so aussieht, jetzt wird die Kathedrale gebaut, jetzt geht alles gut, dann weiß ich doch, es kommen noch 900 Seiten. Je nachdem, ich kann mich da auch nicht so fallen lassen. Du brauchst gar nicht so zu tun, als ob jetzt alles gut geht. Und das, dieses Hin und Her und diese Intrigen und sonst was und immer wieder und so. Also ja, mich konnte es nicht mitreißen. Kann ich es mir nicht erklären, warum das so unglaublich gut ankam. Vielleicht mögen Leute doch so dieses Gut und Böse, so wie, keine Ahnung, bei der Herr der Ringe sind ja auch Gute und Böse zum Großteil, so, aber vielleicht, was ich mir jetzt noch in den Sinn kommt, vielleicht war das auch so ein Stück weit zu der Zeit, wenn man sagt, wir haben ja nochmal nachgeguckt, das war ja so um die 90er Jahre, wo meist das Buch rauskam, dass es vielleicht zu der Zeit auch was Neues war. Da sind wir vielleicht auch noch ein Stück weit zu jung, um das zu sagen jetzt. Vielleicht liegt es auch noch daran, aber ich lese auch allgemein, er sagt nicht viele historische Romane, ist ein bisschen mehr. Ja, ich lese ein bisschen mehr. Ob das jetzt, ist es oft immer noch so, oder würdest du sagen, die anderen sind schon... Nee, die haben sich schon sehr, sehr weiterentwickelt. Also ich kenne schon von früher, sagen wir mal vor 10 Jahren oder so, dann war das schon noch alles sehr ähnlich, aber nur mittlerweile nicht mehr. Aber ja, das Genre ist ja auch ein Stück weit gewachsen. Und mitgewachsen an den Lesern quasi. Von daher, es ist schwierig zu sagen, warum das so gut angekommen ist. Weil das ist auch bei mir noch so ein bisschen... der große Kritikpunkt ist, der so am Ende bleibt, ist, dass ich nämlich nichts für mich aus diesem Buch mitnehmen konnte. Ja. Ich fand, also es hat mich nicht zum Nachdenken angeregt, außer vielleicht mal so dieses Googeln über das Bauen im Mittel. Das fand ich schon interessant, okay. Aber jetzt irgendwie so ein Thema oder was wichtig ist oder was man mit jemandem besprechen könnte, dafür sind ja Leserunden eigentlich total gut geeignet, aber dass ich jetzt sage, da war was drin, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil ich weiß, dass es böse Menschen gibt. Ja. Und da ist nichts dabei irgendwie, was ich auch jetzt so für, ich muss mir auch nicht aus jedem Buch was mitnehmen, aber das war halt so, dass ich mir, es ist so unbesonders, dass ich jetzt, also da habe ich lieber nach 860 Seiten aufgehört, obwohl mir das, man sich da schon so... Finde ich auch, also mitgenommen habe ich auch nicht viel, außer dass ich mir die Kathedrale mal in echt angeguckt habe, das fand ich wirklich interessant. Und, aber so das Drumherum hat, ist ja auch beschrieben, dass das ja so nie passiert ist. Genau. Also hat man ja noch nicht mal was Historisches mitgenommen. Genau. Das hat man ja bei manchen anderen Autoren, die spinnen zwar die Geschichte drumherum, aber die Fakten stimmen soweit. Beziehungsweise kann man das dann nachlesen und man merkt, okay, die Fakten stimmen und man kriegt dann am Ende auch was mit. Aber hier war das ja so völlig gesponnen, die Geschichte, nur die Kathedrale an sich existiert. Und aber alles andere ist halt so nicht widerlegt. Ja, genau. Und das ist das Schade daran, dass man da nicht mitnimmt. Und ich meine, die Geschichte, die kann ich halt auch woanders halt auch nochmal lesen. Und dafür hätte ich auch keine 1153 Seiten gebraucht. Ich glaube, in meiner sogar 1300. Ja, ich weiß das auch nur so gut, weil ich es mir ja erst aufgeschrieben habe. Deswegen. Gut. Leider. Würdest du dir denn noch den Film angucken? Es gibt ja auch noch eine Verfilmung dazu. Na, Eddie Redmayne spielt mit, den mag ich. Ich glaube, das wäre der einzige Grund, warum ich mir das angucken würde. Das ist ja, glaube ich, eine deutsche Verfilmung, oder? Deutsch-kanadische Co-Produktion, ja, genau. Deswegen bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich bin da ja immer so... Also ich glaube auch... Auch der Film würde mich nicht... Nee. Oder war es eine Miniserie? Sonst so, ich weiß es gar nicht. Ich habe nur den Trailer mehr angeguckt. Ob es da eine Miniserie war, weiß ich gar nicht mehr. Also, so wenn ich mal nichts anderes zu tun habe. Aber ich glaube, also wenn es richtig mies gehen würde, dann vielleicht. Aber so jetzt habe ich nicht mal den... Weil manchmal hat man ja so nach einem Buch trotzdem noch die Lust, den Film dann zu gucken. Aber bei dem... Ja.
Also wir können also für uns beide sagen, dass wir wahrscheinlich den Autoren jetzt erstmal nicht mehr so lesen können. Oder erstmal meiden werden und uns anderen Büchern eher widmen würden. Aber so das Genre an sich, würdest du jetzt nicht sagen, dass das für dich... Nee, ich greife selten dazu, ich weiß auch gar nicht so richtig warum, meistens, also so, irgendwas, was vor 1900 spielt, ist bei mir relativ selten. Ich habe wahrscheinlich irgendwie doch noch ein bisschen mehr Interesse an den Dingen, die dann noch eher auswirken. Also so Zweiter Weltkrieg, so, das hat ja immer noch ein bisschen Folgen und dergleichen. Ist jetzt aber auch keine so bewusste Entscheidung. Ich gehe nicht in die Buchhandlung und sage, oh nee, das lese ich nicht. Es ergibt sich einfach so ein bisschen durch die Interessen. Aber ist jetzt nicht so, dass mir das Genre, verunglückt hat oder so. Das passt schon, aber ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es geschafft, über dieses Buch zu sprechen. Vielleicht gibt es ja auch Gegenmeinungen, vielleicht fanden es andere Leute ganz toll. Das könnt ihr uns gerne erklären. Genau, wenn ihr das Buch sehr gut fandet, im Gegensatz zu uns, dann könnt ihr doch gerne mal euren Kommentar unten in die Kommentarfunktion oder im Kommentarkasten oder wie ihr es immer bezeichnen wollt, unten niederschreiben. Und wir können sehr gerne mal in die Diskussion gehen, weil uns würde es wirklich interessieren, wer das Buch wirklich mochte und warum. Oder warum das nicht so störte, was uns jetzt gestört hat. Genau, ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag und wir hoffen, wir sehen, oder ihr seht uns bald wieder. Gut, dann bis dahin. Tschüss.